Also was ist denn am Wochenende? Muttertag. Was wirst du deiner Mama schenken? Ein Elfchen, das ist ein Gedicht, und ein Perlenkrokodil. Fotoalbum. Kannst du auch Sprüchli aufsägen oder sowas? Ich wünsche dir Glück und Fröhlichkeit, die Sonne soll dir lachen. So gut ich kann und alle Zeit will ich dir Freude machen. Die Muttertage, das ist klar, die sind an allen Tagen. Ich hab dich lieb das ganze Jahr, das wollte ich dir sagen. Toll! Ja. Muss man dann nur herzlich. Meinst du nicht, dass das der Muttertag ist? Nein. Sie nicht? Es ist ein Gruß. Danke schön. Hast du irgendein Geschenk für deine Mama? Ja, ein Elfchen und ein Perlenkrokodil, selbst gemacht. Und kennst du irgendwie ein Sprüchle oder sowas für deine Mama? Mama, ich hab dich so lieb, du passt immer für mich auf, ich liebe dich. Hast du irgendein Geschenk für deine Mama? Ja, ein Stein, wo du warst, dort, ich hab dich lieb, deine Anna, denn ein gefilztes Herz und ein Elfchen, also ein Gedicht. So, ein Haustier, wo was Nummer da warst. Und das habe ich heute den Kind gebastelt. Ein schöner Grüß, Mama. Ich hab sie ganz lieb. Meine Mama weiß, wo es nicht versteckt ist. Ich weiß es nur, wo es versteckt ist. Weiß ich immer. La la. Ju. Ha. Ich habe einen schönen Gruß, ich habe sie ganz gern lieb. Und die haben für sie ein Geschenk vom Kini bastelt. Ein Hus und eine Tafel und eine Hausnummer. Und das ist so ein Blöckchen, wo wir reingemalt haben und ein paar Gedichte und so reingeschrieben haben. Es schlägt nicht, es pocht nicht, es ist ganz still, das Herz, das ich dir schenken will. Aber eines muss ich dir jetzt sagen, beim Basteln hat das Herz für mich dich geschlagen. Ich weiß genau, dass ich dich mag, ich weiß genau, dass ich dich mag und nicht nur heute am Muttertag, denn täglich kommt mir in den Sinn, dass ich mit dir so glücklich bin. Du magst mich auch und nimmst mich so, gerade wie ich bin, das macht mich froh.